wird viel passieren. Neumarkt? Ist doch schön. Na gut, wenn du unbedingt willst. Neumarkt am Mierisch. War dir das nicht klar? Du wärst versetzt zu Graf Dracula. Er ist ein Lügner und Betrüger. Diese gefälschten Unterlagen. Ich kann das alles erklären. Ach ja? Ein Neuanfang. Es gibt keinen Neuanfang. Was denn sonst? Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Es ist vorbei, Marie. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Entschuldige, mir ist endlich klar geworden, so geht das nicht weiter. Das musst du verstehen. Was ich damit sagen will. Ja? Das, was dein Vater als einen Neuanfang versteht, das ist keiner. Sondern? Detmold ist nicht gerade um die Ecke. Harry kommt wieder in sein altes Gefängnis. Und wir sollen davor stehen und Däumchen drehen? Papa verlangt zu viel. Er hat eine Chance verdient. Wie viele Chancen denn noch? Unser Leben ist jetzt hier mit der Pension und du machst bald Abitur. Das ist meine Sache. Und es ist meine Sache, für uns, für dich und für mich die einzige richtige Entscheidung zu treffen. Die Zeit der großen Opfer ist vorbei. Wir müssen jetzt an uns denken. Papa verlangt zu viel. Was meinst du? Ich werde jedenfalls nicht von Besuchstag zu Besuchstag vor Gefängnismauern warten. Das hatte ich schon mal. Dafür reicht meine Liebe nicht mehr aus. Ich gehöre jetzt hierher in den Marienhof. Ich hab dich gewarnt. Wenn das dein letztes Wort ist und du Papa aufgibst, dann hast du keine Tochter mehr. Ich packe. Meine Marie. Also, ich höre. Marlon, was willst du mir erklären? Hey! Was ist denn los? Manchmal, da rutscht man einfach in Sachen rein und dann kommt man einfach nicht raus. Und dann, es passiert... Marlon, das glaubst du doch wohl selber nicht. Oder kennst du den Arzt persönlich? Welchen Arzt? Ja, wovon rede ich denn hier die ganze Zeit? Von dem Arzt. Also von dem sogenannten Arzt, der gar keinen Abschluss in Medizin hat. Oder was meintest du jetzt? Nee, das habe ich, also das, genau das meinte ich auch. Das wollte ich sagen. Ganz genau das. Amelie, dieser Typ, der trotzdem die ganze Zeit praktiziert? Ja. Aha. Doktortitel, Examen, Zulassung, Facharzt, alles gefälscht. Erst bei der Pensionierung sind sie ihm dahinter gekommen. Das ist ja der Wahnsinn, der Bruder hat ja die Ruhe weggehabt, oder? Die Patienten haben die überlebt? Ja, alles nur Glück. Ausgerechnet in diesem Beruf. Ich bin dann mal weg. Zu Harry? Mhm. Papst freut sich über jeden Besuch. Bis später. Ciao. Tschüss. Tschüss. Marlon. Übrigens dieser Arzt. Das wäre doch eine tolle Geschichte für den Kölner Kurier. Nee, ich glaube, das ist nicht so ganz meine Schiene. Marlon, wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anders und holt sich die Lorbeeren. Na, da hörst du's. Ja. Transsilvanien. Vom Erich-Kästner-Gymnasium zur Dracula-Gesamtschule. Jetzt halt die Klappe, Carlos. Sorry, ist einfach zu lustig. Bis eben warst du noch völlig versessen auf dem Posten. Du wolltest dich unbedingt versetzen lassen. Es gibt Schmerzgrenzen, Sandra. Jetzt schaust du dir doch wenigstens einfach mal an. Ich lass mich doch von euch nicht in die Pampa schicken. Für kein Geld der Welt. Da verzichte ich lieber auf meinen Karrieresprung. Aber Neumarkt am Mierisch ist auf keinen Fall die Pampa. Das ist eine hübsche Stadt. Die haben auch einen wunderschönen Kulturpalast. Okay. Ach, was führen die da auf? Lass mich raten. Tanz der Vampire.
Weißt du was, es war vielleicht naiv von mir, ja? Aber ich habe bei Neumarkt, an Neumarkt in Köln gedacht. Ja, ist das dein letztes Wort? Ja, absolut. Du weißt schon, was das bedeutet. Das heißt, dass deine Beförderung zur Fachseminarleiterin, dass die wieder allein nur vom Erfolg der Musical-Aufführung abhängt. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Tschö. Tschö. Tja, der Schuss ging wohl nach hinten los, ne? Verstehst du nicht, was es für meinen Vater bedeutet? Er kann nicht einfach so durch die Straßen laufen und sich nicht so frei bewegen wie wir. Er sitzt im Gefängnis für eine Blödheit, die er wegen meiner Mom gemacht hat. Ja, schon klar. Aber wollen wir nicht langsam nach Hause? Es ist schon spät und mir ist echt kalt. Mich macht der Gedanke einfach irre, dass er ausgerechnet jetzt meiner Mama im Stich gelassen wird. Das ist ihre Entscheidung. Was willst du dagegen tun? Ich werde für ihn kämpfen. Oh, Marie. Wir polieren unsere Familien selber. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Marie ist weg. Wie weg? Sie ist zu Steve. Und warum? Sie kann nicht akzeptieren, dass ich mich von Harry trennen werde und dass ich nicht nach Detmold gehe. Denkst du, ich habe mir die Entscheidung leicht gemacht? Weiß Gott nicht. Ich meine nur, dass deine schwere Entscheidung Paps den Boden unter den Füßen wegreißen wird. Es tut mir leid und ich kann es nicht ändern. Aber wenn ich jetzt nicht anfange, an mich zu denken, dann bin ich verloren. Ich kann und ich will nicht mehr. Verstehst du? Ich komme übrigens gerade von Paps. Deswegen bin ich auch hier. Er wird schon morgen nach Detmold in sein altes Gefängnis verlegt. Was? Da müssen wir es Marie sagen. Sie will bestimmt noch mal zu ihm. Soll ich sie anrufen? Nein, nein, ich mach das. Du, ich muss wieder los. Mach's gut. Du auch. Danke für die Info. Deine Mutter? Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Hallo? Hallo, Steve, hier ist Kerstin. Ist Marie bei dir? Steve, ist Marie bei dir? Ich muss dringend mit dir reden. Scheint echt wichtig zu sein. Bitte, ich muss wissen, wo Marie steckt. Ist sie bei dir zu Hause, Steve? Seid ihr unterwegs? Ich höre doch Straßengeräusche. Hallo? Doch, da sind Sie schon richtig, Frau Hüsken. Marlon ist gerade nicht da. Kann ich ihm irgendwas ausrichten? Ja, ich warte in der Redaktion auf ihn. Er ist schon unterwegs. Er wollte nur... Wer ist denn überhaupt dran? Ich bin Marlons Freundin, Amelie Verhaag. Sind Sie auch Journalistin? Ich bin Krankenschwester am Marienhospital. Ach, interessant. Mein Schwager hat in der Klinik mal als Internist gearbeitet. Nun ja, richten Sie Marlon doch bitte aus, er möge so schnell wie möglich in die Redaktion kommen. Mach ich. Was ich noch sagen wollte. Ja? Marlon recherchiert gerade eine ziemlich spannende Geschichte. Ach ja. Es geht um einen Hochstapler. Genauer um einen Arzt, der nie hätte praktizieren dürfen. Das klingt in der Tat spannend. Wo ist das passiert? Hier in Köln. Im Marienhospital. Es wird bestimmt ein interessanter Artikel. Mit wem redest du? Davon gehen wir doch mal aus. Also wie gesagt, sagen Sie Ihrem Freund doch... Er soll sich sputen, ich bin schon sehr gespannt. Ich sag's ihm. Auf Wiederhören, Frau Hüsken. Scheint ja ganz nett zu sein, deine Chefin. Du, die kann auch anders. Ja, das glaube ich. Jedenfalls sollst du gleich in die Redaktion. Und sie ist sehr gespannt.
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, aus. Es ist vorbei. Vorbei, womit jetzt genau? Ich kann mich von euch nicht blamieren lassen. Geteilte Blamage ist halbe Blamage. Weder vor der Schulbehörde noch vor dem Studienseminarleiter. Also, wie gesagt, es ist aus und vorbei. Könnten Sie diese Aussage präzisieren? Das heißt für euch, ihr könnt jetzt nach Hause gehen und eure Ferien genießen. Klare Ansage. Stark, sehr stark. Valentin, Sie sind doch sehr gut in Geografie, oder? Ich stehe auf einer 1,8. Aber ich kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass es in den nächsten Monaten zu einer 1,2 wird. Ja, sehr gut, sehr gut. Was sagt Ihnen denn der Ort Neumarkt am Mierisch? Auch Targu-Mureș genannt, liegt in Rumänien, genauer in Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, was wörtlich übersetzt jenseits des Waldes bedeutet. Die Stadt ist sehr alt und hatte ihre Blütezeit während der KUK-Monarchie. Gibt es da Musicals? Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Frau Riemann. Na ja, schon gut, schon gut. Genießen Sie Ihre Ferien. Gleichfalls. Danke. Setzen Sie sich doch, Marlon. Danke. Ihre Freundin, wie heißt sie noch mal? Amelie Verhaag. Die ist ja ausgesprochen nett. Klingt sehr sympathisch. Verhaag. Sie hat aber nichts zu tun mit dem Verhaag. Uhren, Schmuck etc. Doch. Guido, also beziehungsweise Guido war ihr Vater, aber das ist eine andere Geschichte. Apropos Geschichte. Was hat es mit dieser Hochstapler-Sache auf sich? Ihre Freundin hat mich doch sehr neugierig gemacht. Also, ich höre. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Kracher ist. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Wieso? Götter in Weiß und ihre dunklen Geheimnisse, das kommt eigentlich immer gut. Also, nun erzählen Sie schon. Offenbar hat ein Arzt sein ganzes Berufsleben lang ohne Zulassung gearbeitet. Und erst nach seiner Pensionierung ist der ganze Schwindel aufgeflogen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Tja, dann ändern Sie das mal ganz schnell. Besorgen Sie alle nötigen Fakten. Ärztekammer, Ex-Patienten, Ex-Kollegen, klappern Sie einfach alles ab. Jetzt gleich? Ja, sicher. Ach, und checken Sie doch, ob da wirklich keiner was gemerkt hat. Hochstapler riecht man noch meilenweit gegen den Wind. Na, was machen die Proben? Schlecht, schlechter, am schlechtesten. Deswegen bin ich jetzt hier, um dir zu sagen, dass ich den Musical-Kurs aufgeben werde. Moment, jetzt mal ganz langsam. Eine Stunde länger und ich bin reif für die Klapsmühle. Konstanze, bei allem Verständnis für deine Situation, das geht nicht. Du weißt selber, was an dieser Aufführung hängt. Ist mir vollkommen egal. Ich mach's. Bitte? Na, ich gehe nach Neumarkt an der Mierisch, wie auch immer. Du gehst jetzt freiwillig in die Pampa? Wieso denn Pampa? Du hast gesagt, es ist eine Großstadt mit allem drum und dran. Bloß kein Musical mehr. Das heißt also, ich kann diesen Vertretungsvertrag noch mal ausdrucken. Wenn es ja nichts ausmacht. Naja, es kommt jetzt etwas überraschend, aber du wirst sehen, dieser Auslandsaufenthalt, der wird deine Karriere sehr behilflich sein. Das kann ich nur hoffen, dass ich mir da nicht umsonst den Hintern abfriere. Okay. Na, kann es noch Tee, wenn du willst. Nerventee, den hat mir Charlie besorgt, damit ich die Meisterschule packe. Meine Nerven beruhigen sich erst, wenn ich weiß, wie ich Papa helfen kann. Ich habe mir was überlegt, wer ihm was mitbringt und wie wir die Besuche am besten organisieren, damit keine längeren Pausen entstehen. Moment. Ja? Du weißt schon, dass Paps heute Morgen nach Detmold verlegt worden ist. Was? Hat Kerstin dich nicht informiert? Ich habe ihr gestern nach meinem letzten Besuch bei Paps erzählt und sie wollte dich sofort anrufen. Oh nein, ich habe alle ihre Anrufe abgeblockt.
Papa ist schon in Detmold. Kannst du mich zu ihm fahren? Selbst wenn ich wollte. Er ist am Ende. Total fertig. Er braucht uns jetzt. Bitte. Tut mir leid. Hast du es vergessen? Nach dem Unfall habe ich doch die Geschichte mit den Bogusparts auf mich genommen, damit Paps nicht in den Knast kommt. Mein Führerschein ist für ein paar Monate weg. Mhm. Und wieso kannst du nicht kommen? Ist aber schade. Ich meine, es macht nichts. Es kommen noch ganz viele andere Kollegen. Okay, danke dir. Bis dann. Ciao. Hallo? Ist es nicht ein bisschen happig? Was denn? Wo sind die denn alle? Die kommen schon noch. Ja? Wer genau soll kommen? Jasmin und Raul, die Maldinis, noch ein paar Kollegen. Und die haben alle zugesagt? Ich habe ihn auf die Mailbox gesprochen. Es wird bestimmt eine ganz nette Runde. Ach, da kommt ja auch schon mein erster Gast. Herr Garcia, Sie machen mir doch sicherlich die Freude und nehmen an meiner kleinen Abschiedsparty teil. Ihr Angebot ist sehr reizend, danke. Aber leider bin ich schon anderweitig verabredet. Das ist aber schade. Buenas tardes, Doña Constanze. Hasta luego. Hasta luego, Papa. Was hast du gesagt? Wann sollen die anderen kommen? Naja, eigentlich müssten die ersten schon da sein. Weißt du, ich schau einfach mal nach, ob ich alles gepackt habe. Wow, das reicht ja für eine ganze Fußballmannschaft. Meinst du, das ist warm genug für Neumarkt? Ein langer Hirtenmantel wäre geeignet. Aber als du mir gesagt hast, dass du nach Transsilvanien gehst, habe ich natürlich was Passendes besorgt. Ah, Dracula, weiche von mir. Oh, bist so doof, Karl. Jetzt kommst du dann noch ein bisschen Zeit, bis die Gäste kommen? Keine Ahnung. Mhm. Marlon, hast du irgendwo den Rollgabelschlüssel gesehen, der mit dem blauen Griff? Nein. Kannst du mich denn nicht nach Detmold fahren? Marie, ich hab dir doch schon gesagt, ich muss mich um zwei wichtige Kunden gleichzeitig kümmern, okay? Ich muss zu meinem Vater. Und ich muss mich um zwei wichtige Kunden gleichzeitig kümmern, das habe ich doch gesagt. Normalerweise würde ich es mit Frank zusammen machen, aber der ist in Griechenland auf Montage, um unsere Finanzlage aufzubessern. Es tut mir echt leid. Ciao. Mir fällt keiner mehr ein. Ich komme heute nach Detmold. Egal wie. Entschuldigung. Woran schreibst du? Hier. Die Prüfung an sich war schon der pure Stress für mich. Doch der Druck von Eltern und Freunden wurde größer. Ich wollte endlich einen Job und Anerkennung. Die Versuchung war einfach zu groß und plötzlich, was ich nie erwartet hätte, bekam ich die Stelle. Schreibst du jetzt schon deine Memoiren? Nein, es geht hier nicht um mich. Ich habe heute Vormittag dieses Interview gemacht mit diesem Hochstaplerarzt und das war eigentlich ein ganz netter Kerl. Also der Typ, der bis zu seiner Rente ohne Zulassung gearbeitet hat? Ja. Da wäre ich ja gern Mäuschen gewesen. Falscher Arzt lässt sich von, nimm's mir nicht übel, falschem Journalisten ausquetschen. Mir ist dabei was klar geworden. Ich kann das nicht. Ständig mit einer Lüge im Nacken nehmen, vor allem gegenüber Amelie, das geht nicht. Dann mach endlich reinen Tisch. Nicht wieder kneifen. So, das war's erstmal, mein Torero. Oh, Carlos, ich muss los. Erst wenn du mir sagst, wie sehr ich dir fehlen werde. Überhaupt nicht. Wer wird dich in den kalten Nächten wärmen? Das werde ich dann schon sehen. Sowas wie mich kriegst du nie wieder. Ist schon klar. Sag mal, wenn jetzt doch noch ein Gast kommen sollte, soll ich ihn oder sie von dir grüßen? Ach, lass mal. Es kommt keiner mehr. Aber einen Vorteil hatte das Ganze doch. An die schönen Stunden mit dir werde ich mich noch lange erinnern. Tja, ich sag's ja, du wirst mich noch sehr lang vermissen. Du mich aber viel mehr. Brauchst keine Hilfe, oder? Nö, bleib du mal liegen, ruh dich aus. War ja anstrengend, ne?
Nachhören. Sag ihnen doch was, wenn du sie siehst. Sag ihnen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, ich gehe. Und die schlechte, ich komme wieder. Und dann gibt's Rache. Harter Tag? Ja, jedes Jahr dasselbe zwischen Weihnachten und Neujahr. Arbeit ohne Ende. Daran könnte ich mich gewöhnen. Und du, wie war dein Tag so? Ich habe heute Vormittag diesen Arzt interviewt, diesen Hochstapler. Echt? Du wolltest ja unbedingt, dass ich was über ihn schreibe. Ja, ist doch auch eine spannende Geschichte. Ja, die Hüstkin war auch sehr angefixt. Und wie ist er denn so privat? Der Typ ist total normal, harmlos. Also, wenn du willst, dann kannst du mal lesen, was ich bis jetzt geschrieben habe. Da müssen zwar noch ein, zwei Dinge geändert werden, aber an sich steht der Text. Ich muss doch überhaupt nicht bohren. Der hat ganz offen und ehrlich geplaudert. Stationsarzt, später Chefarzt. Und das alles mit einem gefälschten Examen. Er muss gut gewesen sein, ansonsten hätte er es nie so weit gebracht. Die Urkunden spielten letztendlich keine Rolle mehr. Ach, jetzt hör aber auf, Marlon. Wieso? Ich meine, ich hab's ja genauso gemacht. Den Job beim Kölner Kurier bin ich angetreten mit gefälschten Diplomen. Aber das ist was ganz anderes. Ja, okay, es war auch nicht ganz sauber. Aber du hast kurz danach dein Examen gemacht und das auch noch spitzenmäßig. Aber dieser Mann, der hat seine Familie, seine Kollegen, seine Patienten jahrelang angelogen. Vielleicht ist er aus der Nummer nicht mehr rausgekommen. Nein, Marlon, das ist keine Entschuldigung. Mit solchen Menschen möchte ich am liebsten nie was zu tun haben. Das ist ein Vertrauensbruch. Mann, du musst mich fahren! Ich kann nicht. Wie oft soll ich mich noch entschuldigen? Darum geht's doch gar nicht. Es war total doof von mir, deine Anrufe abzublocken. Hätte ich gewusst, dass es um Papa und dir Verlegung nach Detmold geht, dann... Es tut mir leid. Könnten wir das Thema jetzt bitte beenden? Nein! Erst wenn ich weiß, dass ich heute noch nach Detmold komme. Jedenfalls nicht mit mir. Ich brauche Abstand von Harry. Außerdem möchte ich bei Harry keine falschen Hoffnungen machen. Dann gib mir wenigstens Geld für die Fahrkarte. Du machst mir Spaß. Hier, Rechnung. Nichts als Rechnung. Unbezahlt. Und es werden sie auch noch eine ganze Weile bleiben, weil ich nämlich keinen Cent übrig habe. Wie kann man nur so herzlos sein? Herzlos? Ja, was denn sonst? Ich lasse sie nicht im Stich. Ich nicht! Marie! Bist du denn das Wahnsinnsmädchen? Es tut mir leid. Ja, wenn... Moment mal. Du räumst das gefährlich sofort auf, junges Fräulein. Was ist passiert? Ja, sehen Sie doch, Ihre Tochter hat sie nicht mehr alle. Es tut mir leid, ich muss weiter. Moment, wenn Sie... Ah. Wenn Sie Ihre Tochter schon nicht richtig erziehen können, dann räumen Sie das gefälligst auf hier, ja?